Das ist wirklich unglaublich. Es hat für mich gut angefangen. Ich war in guter Form, wir haben das Mannschaftszeitfahren gewonnen und ich bin 7 Tage in Gelb gefahren. Ich habe in Lourdes eine sehr schöne Etappe gewonnen und auch heute war es sehr schön, dass ich mich gegen meinen Landsmann Boas von Hagen und meinen Teamkollegen Hesjedal, der es auch hätte schaffen können, durchsetzen konnte. Das ist schon unglaublich. Wir sind hier nur 2 Norweger und wir liefern uns ein Duell um den Sieg. Man fühlte sich fast wie bei der norwegischen Meisterschaft.